Lasst uns drei Hütten bauen. Das ist für manche von uns schon ein geflügeltes Wort geworden. Es bedeutet, gerade jetzt erlebe ich einen ganz besonderen Moment und den möchte ich festhalten. Hier bleibe ich, hier will ich nie wieder weg und dieser Moment soll nicht vergehen. Das kann im Urlaub sein, ein Moment der totalen Entspannung beim Blick in die Weite. Oder die besondere Atmosphäre des Sonnenuntergangs am Meer. Oder der Moment, wo ich die Liebe des Partners, der Partnerin ganz besonders innig spüre. Wir alle kennen solche Momente, wo wir Sekunden zu Stunden lassen werden möchten. So wie jetzt soll es für immer bleiben. Nie soll sich was ändern. Lasst uns drei Hütten bauen. Dieser Satz stammt aus dem heutigen Evangelium. Die drei Jünger Johannes, Jakobus und Petrus werden von Jesus auf einen Berg geführt. Dort erleben sie, wie Jesus verwandelt und seine Kleidung strahlend weiß wird. Und sie sehen, dass Mose erscheint und Elia. Und die beiden sprechen mit Jesus. Das ist ein ganz besonderer Moment für die Jünger. Den wollen sie festhalten. Lasst uns drei Hütten bauen. Eine für Jesus, eine für Elia, eine für Mose. Drei Hütten, in denen die drei sich niederlassen sollen. Und überraschend machen sie im nächsten Moment eine Gotteserfahrung. Aus einer Wolke heraus spricht Gott zu ihnen. Dann aber erleben sie das, was wir auch immer erleben, wenn wir so einen ganz besonderen Moment erfahren, den wir festhalten wollen, nämlich, dass dieser Augenblick wieder vergeht. So sehr wir uns das auch manchmal wünschen, wir können die Zeit nicht anhalten. Wir können einen besonderen Moment nicht festhalten. Die Zeit läuft immer weiter. Und im Nu ist es vorbei. Aber wir können einen solchen besonderen Moment als das nehmen, was es ist, nämlich ein besonderer Moment, der herausragt aus dem normalen Alltag. Die drei Jünger erleben einen ganz besonderen Moment der Gottesbegegnung. Auf einmal ist Gott ganz nah, sie hören Gottes Stimme. Und dann im Nu ist Gott wieder weg. Sie hören ihn nicht mehr und die Wolke ist verschwunden. Ich hoffe, dass viele, die zu Gott beten, schon die Erfahrung von Gottes Nähe gemacht haben. Vielleicht auch hier in der Kirche, an der Marienstatue, dort, wo immer wieder Kerzen angezündet werden. Manchmal spüren wir ganz intensiv, dass Gott da ist, dass er ganz nah ist, so als könnte ich ihn anfassen. Und ehe man es richtig begreift, ist dieser Augenblick schon wieder vorbei. Genauso kennen wir auch das Gefühl, dass Gott weit weg ist, dass wir uns fragen, wo ist er denn jetzt? Hört er mir überhaupt zu? Warum hilft er nicht? Gott ist manchmal der Ferne und manchmal der Nahe. Warum das so ist, darauf habe ich auch keine Antwort. Aber wir können diese besonderen Momente der Nähe Gottes immer wieder suchen. Und wir können unsere Aufmerksamkeit schulen dafür, wo Gott die Nähe zu uns aufsucht. Sonst verpasse ich vielleicht sogar diesen Zeitpunkt, der in einem Atemzug wieder vorbei sein kann. Ich finde, die Fastenzeit ist eine gute Zeit, um auf solche Augenblicke zu achten, denn es gibt sie ganz bestimmt.